Mit dem neuesten Update von OBS Studio ist auch Enhanced Broadcasting für Twitch für alle freigeschaltet worden. Doch ich empfehle euch wirklich noch nicht, das Ganze zu nutzen, und das hat auch ein paar Gründe. Wir schauen uns heute in diesem Video einmal genau an, wie Enhanced Broadcasting funktioniert, wie man es einstellen kann und warum ich es aktuell noch nicht nutzen würde. Damit wir das Ganze aber besser nachvollziehen können und vielleicht nochmal das Background-Wissen auffrischen, die Frage, was ist eigentlich Enhanced Broadcasting? Anfang des Jahres haben sich Twitch, OBS Studio und auch Nvidia zusammengetan, um bei Twitch etwas Neues zu entwickeln, was es ermöglicht, dass der Streamer selber mehrere Versionen seines eigenen Streams an Twitch sendet. Das nennt sich Enhanced Broadcasting. Bisher, und das ist auch immer noch der Fall, gab es Server-Encodes. Das heißt, wenn ein Zuschauer auf einen Stream gegangen ist, konnte er über die Einstellungen dann bei der Qualität auswählen, in welcher Qualität er den Stream gucken möchte. Und man sah auch, in welcher Qualität der Streamer gesendet hat, 1080p 60. Das heißt, der Streamer hat 1080p mit 60 FPS an Twitch gesendet. Twitch hat serverseitig den Stream in mehrere Qualitätsstufen runtergerendert und bietet diese den Zuschauern an. Einfach dafür, dass wenn ein Zuschauer eine instabile Internetverbindung hat oder vielleicht eine langsamere Internetverbindung, trotzdem Stream flüssig schauen kann, dann aber mit weniger Qualität. Server-Encodes. Das Problem an der ganzen Sache, das kostet natürlich sehr viel Geld für Twitch, rentiert sich in den meisten Fällen nicht und auch nicht alle Streamer haben dieses Feature. Partner haben das Feature immer. Affiliates und Nicht-Affiliates bekommen das Feature nur beim Starten des Streams, wenn noch genug Serverkapazitäten übrig sind. Wichtig ist, dieses Feature bleibt auch bestehen. Das heißt, jetzt auch mit Enhanced Broadcasting wird es weiterhin Server-Encodes geben und die kann man auch weiterhin nutzen. Ganz wichtig. Aber wie funktioniert nun Enhanced Broadcasting? Anstatt dass nun auf dem Twitch-Server diese verschiedenen Qualitätsstufen gerendert werden, rendert der Streamer auf seinem Streaming-PC diese Versionen selbst. Das heißt, man stellt einmal den Stream ein in OBS Studio und dort wird dann unter anderem zum Beispiel in 1080p 60, dann in 720p 60, in 480p 60, 360p 60 der Stream parallel gerendert und in mehreren Versionen an Twitch gesendet. Und die brauchen keine Server-Encodes mehr durchführen und die Zuschauer können weiterhin trotzdem auswählen, in welcher Qualität sie zuschauen. Was natürlich weniger Latenz bedeutet und was natürlich weniger Serverkosten für Twitch bedeutet. Also an sich eine ganz coole Sache. Bevor wir nun aber in OBS absteigen und klären, warum es aktuell keinen Sinn macht, möchte ich noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Über die Jahre habe ich seit 2016 mittlerweile viel erlebt, durchlebt und auch einige Fehlschritte gemacht. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dass ich seit 2019 von Twitch und YouTube lebe und all das hier zu meinem Beruf gemacht habe. Mittlerweile gibt es viele Videos hier auf dem Kanal, wie die Technik für den Stream funktioniert und wie man alles einrichtet. Und in den vergangenen Jahren habe ich bereits vielen Streamern dazu verholfen, ein Einkommen mit dem Streamen aufzubauen. Suchst du auch nach einer Möglichkeit, neben Beruf, Familie, Beziehung und Freunden ein attraktives Nebeneinkommen mit dem Streamen aufzubauen, habe ich genau das Richtige für dich. Der Part-Time-Streamer-Blueprint von mir ist heute an den Start gegangen und kann dir dabei helfen, als Streamer Reichweite aufzubauen, eine Community zu binden und gutes Geld nebenbei zu verdienen. Alle Infos zum Part-Time-Streamer-Blueprint findest du über den Link in der Videobeschreibung. Und die nächsten 48 Stunden haue ich dieses geniale Produkt auch extrem reduziert raus. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder über, nämlich in OBS Studio und schauen uns mal an, wo man Enhanced Broadcasting einstellt und warum man es dann nicht nutzen sollte. In OBS Studio ab der Version 30.2 findet man unter Einstellungen und dann Stream Enhanced Broadcasting, wenn als Plattform Twitch ausgewählt ist. Und man sich natürlich angemeldet hat mit dem Twitch-Konto. Multitrack Video nennt sich das Ganze hier und dort kann man Enhanced Broadcasting aktivieren und dann verschiedene Einstellungen tätigen. Das Ganze funktioniert aktuell nur auf Windows 10 und Windows 11, ganz wichtig, und es geht auch nur mit einer Nvidia Grafikkarte ab der Version 900 oder höher. Oder mit einer AMD RX 6000 bzw. 7000. Also AMD ist auch schon dazugekommen. Intel wird zum Beispiel noch nicht supported. Aber was kann man hier jetzt genau einstellen? Im Endeffekt kann man beides auf automatisch lassen. Und was OBS dann macht, ist, dass wenn man den Stream startet, kommuniziert OBS mit den Twitch-Servern, fragt die Twitch-Server an mit bestimmten Informationen von eurem System. Und die Twitch-Server geben OBS dann genau zu verstehen, wie viele Streams gebaut werden sollen. Also wie viele Streams parallel gerendert werden sollen und in welchen Einstellungen bzw. Qualitätsmerkmalen.
Das heißt, es kann sein, dass der Twitch-Server sagt, dein PC soll nur in 720p 60 streamen. Dabei willst du aber in einer höheren Auflösung streamen. Aber dann wird das so passieren. Problem an der ganzen Sache, sobald Enhanced Broadcasting aktiviert ist, wird alles, was man unter Ausgabe Stream eingestellt hat, übergangen. Das heißt, diese Einstellungen werden nicht mehr genutzt. Also, alles auf automatisch. Jetzt kann man natürlich das Ganze auch manuell einstellen. Maximale Streaming-Bandbreite, nämlich das Häkchen raus, könnte ich hier theoretisch auch 30.000 einstellen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ihr stellt hier nur ein, wie viel Bandbreite ihr theoretisch zur Verfügung habt. Das heißt, wenn ihr einen Upload von 30 Mbit per Second habt, stellt ihr hier vielleicht 25.000 ein und dann weiß Twitch beim Einstellen eurer Stream-Einstellungen, also die Kommunikation, die wir eben gerade besprochen haben, okay, es wären theoretisch bis zu 25 Mbit möglich, wir wollen 5 Streams parallel machen, nutzen aber nur 10 Mbit für alle 5 summiert. Also das sind nur Upper Limits, also die theoretisch nutzbar wären. Es wird nicht konkret genutzt, was ihr da einstellt. Das gleiche gilt auch für die maximalen Videospuren. Hier kann ich bis zu 5 Stück einstellen, das heißt, mein Encoder würde 5 verschiedene Versionen meines Streams rendern und die parallel hochladen an Twitch bzw. senden, damit dort die Auswahl der verschiedenen Qualitäten stattfindet. Aber auch das ist wieder nur ein Upper Limit und bei der Kommunikation zwischen OBS und Twitch wird ausgehandelt, wie viele das tatsächlich sind, maximal aber das von euch Eingestellte. Hier gibt es aber noch eine Limitierung. Mit Nvidia-Grafikkarten könnt ihr theoretisch bis zu 8 Encodes parallel laufen lassen. Das wurde von Nvidia gerade erst angehoben. Mit AMD-Grafikkarten gehen hier theoretisch nur bis zu 3. Also 5 macht Twitch auch aktuell nur mit Nvidia. 8 wären möglich, AMD 3. Ich würde, wenn man es nutzt, das auf automatisch lassen, weil am Ende des Tages bringt das noch nicht so viel. Ihr könnt hier weder einstellen, wie jeder einzelne Stream wirklich gerendert wird, also welche Encoder-Settings, noch welche Bitraten bei welchem Stream genutzt werden, noch welcher Codec. Das war's eigentlich schon. Mehr könnt ihr nicht machen und es werden alle eure Einstellungen übergangen. Und genau damit bekommen wir nämlich auch das Problem, warum ich es noch nicht nutzen würde. Denn geht man unter Ausgabe, hat den Ausgabemodus auf erweitert und geht in den Tab Stream, dann stellt man ja in der Regel, und dafür findet ihr ja jede Menge Videos von mir auf meinem Kanal, das Ganze ganz konkret ein. Nämlich genau mit welcher Bitrate, man hat hier genau die Voreinstellungen und erreicht dadurch die beste Qualität im Stream. Oder die bestmögliche Qualität mit seiner Hardware bzw. mit seiner gegebenen Bitrate, die man nutzen kann. Und das werdet ihr mit Enhanced Broadcasting zum aktuellen Stand noch nicht schaffen. Das heißt, ihr verzichtet auf die beste Qualität, habt dafür aber Twitch die Arbeit abgenommen, dass eure Streams bei euch gerendert werden und dann den Zuschauern mehr Qualitäten angeboten werden. Okay. Es ist ein cooles Feature, versteht mich nicht falsch. Ich würde es aber noch nicht nutzen, weil das Einzige, was ihr macht, ist, dass ihr Twitch helft, mehr Infos zu sammeln, um Enhanced Broadcast weiterzuentwickeln. Mehr macht ihr eigentlich nicht. Einen Vorteil habt ihr durch Enhanced Broadcasting, nämlich niedrigere Latenz. Im aktuellen Zustand ist das so, ihr schickt euren Stream an Twitch. Twitch rendert, wenn ihr dort Server-Side-Encoding habt, den Stream in verschiedene Auflösungen, das dauert ja Zeit und sendet es dann an die Zuschauer. Das heißt, dort ist eine Latenz. Wenn ihr selber verschiedene Auflösungen rendert und das direkt an die Zuschauer geht, also über die Twitch-Server, klar, dann werdet ihr einige Sachen nicht machen müssen, nämlich das Encoding auf den Twitch-Servern und schon habt ihr eine niedrigere Latenz zu den Zuschauern. Und die Zuschauer bekommen auch genau das, was ihr sendet, weil es halt nicht mehr neu gerendert wird von Twitch. Das ist der Vorteil. Aber Nachteil ist, ja, wie gesagt, schlechtere Qualität, ihr könnt noch keine neuen Codecs nutzen und ihr seht halt auch gar nicht, wie das genau gerendert wird. Verbraucht natürlich auch wesentlich mehr Ressourcen auf eurem System. Also meiner Meinung nach sehr geiles Feature, ich würde es aber aus den genannten Gründen aktuell noch nicht einsetzen. Interessant wird Enhanced Broadcasting erst meiner Meinung nach, wenn ich hier noch mehr Optionen habe. Dass ich hier zum Beispiel einen Encoder auswählen kann, dass ich sagen kann, in welchem Codec das Ganze rausgehen soll, weil aktuell ist es so, ihr habt Enhanced Broadcasting, aber ihr nutzt weiterhin H.264. Ihr könnt noch nicht H.265 nutzen, ihr könnt noch kein AV1 nutzen. Und erst wenn die beiden Codecs kommen, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, weil ich kann mit weniger Bitrate eine wesentlich bessere Qualität senden in den Stream
Und ich kann natürlich auch mit gleichbleibender Bitrate theoretisch eine höhere Auflösung senden. Also ich rede hier von 1440p oder vielleicht ein 1080p-Stream mit 120 FPS. Für Shooter ziemlich geil. Also all das wird dann ja erst möglich sein. Und dann, meiner Meinung nach, kann man Enhanced Broadcasting auch super nutzen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, habt ihr Enhanced Broadcasting schon ausprobiert? Nutzt ihr das aktuell aktiv? Ja, nein? Was ist eure Meinung? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!